Wir reagieren heute wieder auf Shorts. Ich bin ein bisschen krank, aber nur ein bisschen. Bleibt auf jeden Fall das ganze Video dran, damit ihr nichts verpassen könnt. Und wir fangen direkt an mit Laschak, wie immer eigentlich. Perfekt. Wow. Kann ich mir einen Luftballon aussuchen? Na klar, Justus. Welchen nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme den blauen da. Wie cool ist das denn? Boah, das schallert ja richtig rein. Ach, hallo Justin. Na, alles klar? Wie läuft's denn mit den Chayas? Was machst denn du eigentlich da mit dem Luftballon? Müssen Sie nicht verstehen. Sie sind dafür ein bisschen zu uncool. Simulando. Also, was das war, ist, glaube ich, Lachgas. Und es macht dann so 20 Sekunden high. Ey, bitte macht das nicht. Also, die Sache ist, erstens, 20 Sekunden lohnt sich gar nicht, Digga. In 20 Sekunden, keine Ahnung, was ich da... Das Video ist schon länger als 20 Sekunden. Und zweitens ist es echt gefährlich für den Kopf. Also du kannst da relativ schnell sterben. Und zwar random, auch direkt beim ersten Mal. Deswegen macht es nicht, das bringt es absolut gar nicht. Ich habe sogar Leute gesehen, mal im Park, glaube ich, bin ich entlang gelaufen. Und die hatten irgendwie so einen Luftballon in der Hand. Und haben uns irgendwas hinterhergeschrien. Echt, keine Ahnung, komische Leute. Jedes Mal, wenn man mit seinen Freunden eine Idee hat, reich zu werden. Ey, Jungs, ich habe die Idee, wie wir reich werden. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Reich. Wir gründen unser eigenes Unternehmen. Wir werden einfach selbstständig. Wir machen unsere eigene Firma auf. Wir werden Unternehmer sein. Ja, Mann, Junge. Ey, ohne Scheiß, mit dieser Idee. Wir werden erfolgreich als Jeff Bezos und Steve Jobs zusammen. Ey, wir lassen einfach andere für uns arbeiten und wir verdienen Geld und müssen gar nichts machen. Ey, und wir haben einfach so 2000 Mitarbeiter, die wir einfach so rumkommandieren. Oh. Los, arbeite. Wir fangen sofort morgen früh an zu arbeiten. Ja, Mann, wir melden direkt morgen früh unser Gewerbe. Ja, Mann, das wird super. Ey, wir werden einfach so steinreich. Wir werden die reichsten Menschen ja, der Welt. Ja, und sie haben nichts gemacht. Sie wurden nicht die reichsten Menschen der Welt. Also, die Sache ist die, ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe auch ein Gewerbe angemeldet und ich bin ja schon vielleicht so ein bisschen auf dem Weg, aber ich hatte es nie geplant. Also bei mir war es komplett ungeplant. Ich wollte eigentlich YouTuber werden, aber ich wusste nie, dass man dafür irgendwas anmelden muss, dass man dann angestellt hat und so weiter. Und das ist alles Schmutz. Also mir gefällt sowas gar nicht, ich sag's euch ehrlich. Ich würde lieber irgendwo arbeiten, aber YouTuber an sich zu sein ist halt schon geil. Also das sage ich schon so, wie es ist. Das ist auch mein Traumberuf und den fühle ich noch immer. Aber irgendwelche Angestellten und Papierkram, das ist alles langweilig. Ich weiß jetzt nicht, was die daran haben. Und du wirst auch nicht schnell reich. So läuft es nicht. Stegi wird gekauft. Dann würde ich sagen, ja. Ich baue mein Bett einfach mal hier hin. Dann kannst du dein Bett hinbauen, wo du möchtest. Okay. Ja, du musst so... Ah. Oh, nein, jetzt steht das blöd. Ja, egal. Egal. Egal, dann stehst du halt nicht neben mir. Nehmen, oder? Ja, genau. Du kannst es sozusagen abbauen und dann nochmal platzieren, richtig. Einfach mit der Hand auch. Okay, cool. Willst du noch umbauen oder nicht? Nö. Okay. Ich sagen. Also das habe ich auch gesehen, ey, das ist schon lustig. Also ich sag's ehrlich, aber ja, es ist Content. Ich weiß auch nicht, ob Stegi das ernst meint alles oder ob es eher einfach just for fun ist, aber ich find's lustig. Also, ihr wisst ja, man kann man Trident ja so machen. Und ja. Wenn man jetzt, während es regnet, immer wieder so auf diesen Slime runter sich draufboostet, so, dann fliegt man immer höher. Also lass uns. Ich dachte, man kann höchstens 42 Blöcke nur springen. Wieder runter Slime. Und es funktioniert. Aber oh mein Gott. Glaubt ihr? Ja, okay, das sind höher als 42 Blöcke, oder? Okay. Das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Also das ist krass. Das müsste ich, ja, kann ich das ausprobieren? Ich hoffe, by the way, ich komme in Craft Attack 11 rein oder 12. Ey, das wird lustig. Dann würde ich echt dauerhaft streamen. Ich glaube, daraus würde ich einen 2-Wochen-Stream einfach machen. Oder eine Woche streamen. Neue Runde, neues Glück. Oh. Gelbe Kennzeichen. Könnte Großbritannien sein. Englisch. Muss England sein auf jeden Fall. Irgendwas mit Harry Potter safe, oder? England ist safe immer aus dem Film. Bei ihm ist immer alles aus Film. Nee, das ist aus Run Forrest Gump. Run Forrest Gump oder sowas. Das aus Thrones, das ist in Nordirland. Das ja, keine Ahnung, habe ich nie gesehen, muss ich sagen. Es tut mir leid. Hier sein, genau. Bro, als ob... Ja, okay. Das ist sowas von Fake. Ah, schön. Das ist Fake. Probier du mal. Okay. Probier. Okay, ich probier's mal. Egal. Geogesser mit Artitod... Was ist das? Das kann ich auf jeden Fall irgendwo auf der Erde. Es sieht sehr schön aus. Oh, mashallah, dieses Gras. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr geil, oder? Sehr schön. Ah, ja. Das ist aus dem... habe ich auch nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch keine Zeit, so viele Sachen zu schauen. Aber cool, ich glaube, oben heißt der Film und ich sage, der soll gut sein. Ich finde das so cool, dass wir an deinem Geburtstag Golf spielen gehen. Entspann dich, es ist Minigolf. Du musst dich aus allem Wettbewerb machen. Ja, okay. Oh, stark. First, wie heißt es nochmal? Hole in One. Stark. Nochmal Hole in One, oder wie? Strong.
Das mit dem Kreis ist, by the way, voll cool, weil wenn du irgendwo einen Kreis, dann sollte eigentlich immer, geht es in Richtung Loch, weil das immer so, ja egal, vergesst es. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, Mathematik, ich versuche gar nicht zu erklären. Wer ist dein Kindheitsheld? Bugs Bunny natürlich. Ich bin Bugs Bunny, aber ich bin Eric Cartman. Ja, aber ich bin Bugs Bunny, ich bin schon seit 30 Jahren Bugs Bunny. Du bist Bugs Bunny? Ja, also jedenfalls in Deutschland. Aber ich bin Pip. Ist es wirklich der Synchronsprecher davon? Trick, hallo. Du bist Patrick? Oh, Mr. Bane. Oh, Tabby. Okay, nee, ja, du, ist er nicht, du bist ja viele Stimmen. Alle abonnieren? Alle abonnieren, Leute. Und, ist was Zeit? Ich glaube tatsächlich, dass er nicht der Synchronsprecher ist. Auch nicht von Mr. Bean, weil der schon zu alt ist. Da war der noch viel zu klein, der hätte er nicht machen können. Aber es ist trotzdem krass. Also es war schon gut gemacht. Rettungsdienst, was passiert? Unglaubliche Kopfschmerzen, mir platzt der Schädel. Es wird ja lecker gleich. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, Migräne oder so? Nein, gar nichts. Die Stress im Moment, verspannter Nacken? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich bin vorgestern beim Fußballspielen rückwärts hingefallen und war kurz bewusstlos. Oh oh. Danach war aber alles wieder gut. Symptomfreies Intervall. Was? Ja, das Einzige, was ich gemacht habe, war, dass ich gegen das dröhnende ASS genommen habe. Auch noch Gerinnungshemmer. Ich schau mal kurz in Ihre Augen. Ja moin, da brauche ich gar keine Pupillenleuchte für. Rechts deutlich größer links. Ah, was heißt das? Das, was Sie da beschreiben, passt perfekt auf eine epidurale Blutung im Kopf. Wir müssen dringend in die nächste Neurochirurgie. Bewusstlosigkeit nach Kopfanprall. Immer 24 Stunden zur Überwachung ins Krankenhaus. Aber keine Sorgen, der Kollege fährt und wird uns zeigen, dass Zeitreisen bereits möglich sind. Ja, das werde ich. Run. Oh, das hat aber nicht so gut ausgesehen. Ja, keine Ahnung. Da muss man immer vorsichtig sein bei solchen Sachen. Basti tötet was wichtiger. Ich glaube, ich kenne den Clip, wo er jetzt einmal dahin und er muss, und weil er jetzt gleich Fallschaden kriegt. Vielen Dank. Zack, und dann Totem. Ja. Oh. Oh. Ja, so ist das Leben, mein Freund. Ich bin in 12 YouTuber, die mit nur einem einzigen Video ihre komplette Karriere ruinierten. Ich hoffe, Part 2. Wenn du es noch nicht wusstest, musst du ein Abo da lassen. Versprochen, es geht jetzt um den YouTuber Gurkensohn. Nach meinem Face-Reel ging es eigentlich sogar besser ab. In sehr kurzer Zeit eine riesige Community von über 300.000 Abonnenten aufbauen konnte. Habe ich mehr. Seine Videos, seine Liebe zum Thema Gurken, zu seinen Autos und auch seinen Essensgewohnheiten. Doch an einem einzigen Tag passierte es. Er veranstaltete einen sogenannten Spenden-Livestream für einen seiner kranken Abonnenten und versprach eben alle Einnahmen, die ach, ich erinnere mich noch, seinen Abonnenten zu schenken. Doch das Problem war, dass er das nicht tat. Er behielt alle Spenden für sich und dadurch hat er einen riesigen Shitstorm bekommen. Das Ganze hat ihn mittlerweile wieder geklärt. Mittlerweile lädt er auch wieder neue Videos hoch. Er hat eine ultra krasse Fitness-Transformation. Wer fährt denn da eigentlich unten? Abchecken. Lasst gerne in dem Gameplay. Das ist ja richtig scheiße. Aber ja, ich erinnere mich tatsächlich noch. Es war ein bisschen Hackmack da. War auch ehrenlos, was er abgezogen hat. Und ich finde den noch immer relativ unsympathisch, weil er auch mit Monte da jetzt so gebieft hat, so random. Ja, mir ist das nicht ganz geheuer. Hallo. Willkommen zu deiner ersten Fahrstunde. Sie erwarten aber nicht, dass ich das Lenkrad benutze, oder? Ja, was denn sonst? Selbst bei Rennspielen bevorzuge ich Maus und Tastatur. Ja, in Rocket League bin ich damit Grand Champ geworden. Das hier ist aber kein Spiel, das ist der echte Straßenverkehr. Damit habe ich aber viel präzisere Kontrolle über das Auto. Du kannst da doch sowieso nichts anschließen. Sehen Sie, so fährt es sich viel besser. Also fort das Auto an. Geht nicht. Ich habe einen Autopiloten einprogrammiert. Was? Na, die Serienausstattung vom Auto ist wie ein Fertig-PC. Ich habe das Auto customized. Stopp, da sind Klimakleber auf der Straße. Na toll, diese Casuals. Gut, dass ich auch daran gedacht habe. Bro, okay. Way too dank. Warte mal kurz. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er direkt irgendwelche Leute wegballert. Das machen wir natürlich nicht. Ich wurde bei TikTok ein Video von mir gesperrt, weil, ja egal, fällt mir gerade ein. Ab morgen bin ich 14 Tage mit meinen Eltern im Urlaub. Okay. Ich werde da wahrscheinlich kein gutes Internet haben. Oh, das ist blöd tatsächlich. Ich habe lange überlegt, wer diese Verantwortung übernehmen kann. Und ich habe mich für dich entschieden. Was laberst du? Auf dem Zettel hier steht alles drauf. Guckst die an, dann weißt du Bescheid. Hä? Warte, Finn X2209X2. Warte mal, das ist doch dein Snapchat-Name und mein Passwort. Du kümmerst dich um meine Flammen, wenn ich im Urlaub bin, okay? Ehrlich jetzt? Ich vertraue dir, Mann. Enttäusch mich nicht. Du weißt, du kannst auf mich zählen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das sind 112 Streaks. 3 über 1000. Ich möchte keine davon verlieren, okay? Haben wir uns verstanden? Ja, ich schaff das. Versprochen. Ich wusste doch, dass wir Brüder sind. Ich sag, ich halte nichts von den Flammen. Ich finde, das ist so, also sorry, aber ich, keine Ahnung, ich check's nicht. Wieso macht man sowas freiwillig? Erstens das. Und zweitens,
Das ist doch extra so von Snapchat gemacht, damit man immer davon abhängig ist. Alter, löst euch von sowas doch. Ist doch ätzend. Aber ja, meine ganze Freundesgruppe fährt jetzt auch in Urlaub. Und dann kommen die alle wieder zurück. Und dann, wenn sie alle zurück sind, bin ich plötzlich im Urlaub. Das heißt, ich sehe die jetzt einen ganzen Monat nicht mehr. Ja, problematisch. Heute versuchen wir mal eine der, meiner Meinung nach, schwierigsten MLG-Arten. Oh mein Gott, warum mache ich das eigentlich? Auf jeden Fall geht das Ganze so, dass unten ein Wassereimer liegt. Ja, den hab und ich schon man mal muss runterspringen, den dann einsammeln und mit diesem Wassereimer dann ein MLG machen. Klingt doch einfach, oder? So, okay, first try. Ich dann let's go. Der geht relativ einfach. Also ich habe den schon, ich habe den zwei, dreimal ausprobiert und habe ihn zweimal geschafft. Also ich hab nur einmal gefailt, glaube ich, ne? Als ich den damals gemacht habe. Ich glaube, ich muss das gar nicht mehr aus der Kiste nehmen, weil da unten schon so viel liegt. Okay, das kam jetzt unerwartet tatsächlich. Es waren jetzt... Okay, wir können ja gucken, hier liegen die ganzen Wassereimer noch. Es waren jetzt tatsächlich 6 Versuche. Hättet ihr das geschafft, schreibt es gerne in die Kommentare und schreibt auch gerne rein, was ich als nächstes... Ja, wir machen den jetzt mal, Alter, ganz ehrlich. So, Freunde, machen wir mal, ne? Also, wir brauchen Wassereimer. So, der liegt jetzt da unten und ich gehe in den Überlebensmodus. 3, 2, 1, go! Batz, ich sag's euch, der ist wirklich nicht schwierig. Ihr müsst nur ein bisschen jittern und dann ist das easy. Also nicht Butterfly heißt das, ne? Ist egal, es geht sogar wirklich, also es geht fit. Ich sag's euch, das ist wirklich gar nicht so schwierig. Ey, ich bin schon echt gespannt. Wenn man seinen Lehrer im Barbie-Film trifft. Ach, Sascha und Levin, was für eine Überraschung. Das kennen wir, glaube ich, schon, ne? In welchen Kinofilm geht ihr? In den neuen Fast and Furious-Film mit The Rock. Und Vin Diesel. Und Sie? Ich gehe in den neuen Oppenheimer-Film. Wirklich sehr interessant, ne? Also dann, nee, das kenn ich noch nicht. Wir sehen uns dann nach den Ferien. Das habe ich noch nicht gesehen. Das sind unsere Sitzplätze. Sie wollten noch in den Oppenheimer-Film. Ich dachte, ihr geht in den Fast and Furious-Film. Während die Werbung läuft, können wir ja nochmal das kleine 1x1 rechnen. Auf gar keinen Fall. Das gibt eine 6, manch. Tipps? Nee, danke. Dann wünsche ich viel Spaß beim Film. Also ich weiß nicht, was ich vom Barbie-Film halten soll. Ich sag's ehrlich, ich bin kein Fan von Barbie. Oppenheimer habe ich Bock drauf. Barbie irgendwie eher weniger. Gehe ich trotzdem rein, vermutlich. Aber, ja, ich habe Indiana Jones 5 letztens geschaut, das war cool. Ich muss euch etwas sagen, nein, und zwar, ich habe die Krankheit, oh, wenn es jetzt wirklich traurig wird, dann, aber ich mache mich gerade lustig drüber. Ich habe die Krankheit, Punkt, 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 ja, was, hallo? Ja, die singt nur, ich kann, aber das ist Schule. Hey, psst, psst, was, Mann, was hast du bei Aufgabe 7? Also auch Hilf mir mal, Diggi. Nee, wir sind schon einmal ermahnt worden hier. Find selber heraus. Hey, halt mal, Basti. Entschuldigen Sie, Herr Bockwurst. Ich verstehe Aufgabe 7 nicht. Das ist mir doch egal. Herzlich willkommen zu 10 Arten, wie man einen Klassenlehrer während einer Mathe-Klausur aus seinem Beamtenverhältnis entlässt. Nummer 1. Sebastian, was wird's, wenn's fertig ist? Ihr wohlverdienter Ruhestand? Sag mal her. Manchmal haben mir sogar Lehrer wirklich gesagt, nicht, wie es klappt, also doch, oder dass ich da nochmal draufschauen soll bei der einen Aufgabe oder sowas. Eigentlich waren die immer, na, nicht relativ gechillt, aber es ging schon. Manchmal waren sie auch cool. Hä, was ist denn das hier? Wooly, 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 Wooly. Arikat, was Hast los? Hast du ihn gesehen? Was denn? Hast du ihn gesehen? Nein. Worüber haben wir nochmal geredet? Worüber haben wir nochmal geredet? Weiß ich nicht. Oh, Mann, ey. Ich glaube, ich habe den Faden verloren. Hier hast du ihn doch. Oh, danke schön. Gerne, aber ist dir eigentlich auch so kalt? Nee, warum? Ich bin doch immer an dieser Ecke hier. Da sind ja 90 Grad. Na, oh, der war so unlustig, sag ich dir ehrlich. Wie, der war unlustig? Bist du verrückt? Warte. Jetzt schon. Jetzt komm aber mal runter. Verrückt wegen Rücken. Okay. Hä, was ist denn das? Doch, also es ist schon sehr an Tubet hier rangelehnt, ne? Muss man sagen. Finde ich es schlimm? Nee, finde ich nicht. Aber es ist interessant. Man wird nicht nass, obwohl strömender Starkregen runterkommt. 1000 Liter in der Minute und der Regen wird wie durch ein Schutzschild von einem ferngehalten und man bleibt vollkommen trocken. Da, wo man hingeht, hört es auf zu regnen, als ob ein magnetisches Feld um einen herum ist, was den Regen abstößt. Das kann man im Barbicans Rain Room erleben. Durch 3D-Tiefensensoren wird deine genaue Position getrackt und überall, wo du hingehst, schaltet sich der künstliche Regen aus. Und solange du nicht anfängst zu rennen, bleibst du auch vollkommen trocken. Und ja, stimmt aber, ne? Das Wasser von oben bis unten braucht immer ein bisschen. Wenn du da relativ schnell bist, dann wirst du schon nass. Oh, ich hab die Tür offen gelassen. Oh nein. Was ist denn hier passiert? Das kann doch gar nicht sein. Ich war nur 5 Minuten weg und es wird einfach eingebrochen. Es ist fast alles weg. Das gibt's doch nicht. Oh nein, meine ganzen Ersparnisse. Hallo Polizei, bei mir wurde eingebrochen. Oh, der Schmidt hat die Tür offen gelassen.
Was machst du denn hier? Ja, die Tür war offen. Hab gedacht, hier geht Party. Nee, ich war nur kurz einkaufen. Ich wollte hier nur lüften. Ach so. Ja. Was nun? Party oder nicht? Nee, heute nicht. Kann ich mir wenigstens noch ein Wegbier mitnehmen? Ja, klar. Liegt im Kühlschrank. Ja, ich seh's. Du weißt es ja bereits. Also ja, weiß ich nicht. Ist es so? Ja, ich glaube schon, dass im Dorf weniger eingebrochen wird als in der Stadt. Das kann schon gut sein. Pro COD Mobile-Spieler wird aus seinem Team gekickt und besiegt das Team dann aus einem McDonald's. In einem Interview mit Jake Lucky erzählte Pro-Spieler It's Mago, wie kurz vor den CODM-Champs aus seinem Team gekickt wurde und ihm nichts anderes übrig blieb, als ins nächste McDonald's zu gehen und von dort aus zu spielen. I'm dead. I go to McDonald's, I have a little bit better Wi-Fi, and I start playing there, and we beat the team that they dropped me. Das Internet war da anscheinend auch besser und er besiegte sein Ex-Team. Absoluter Boss-Move. Ja, das ist schon krass. Heftig. Aber ich bin auch gar nicht in dieser Ehespieler-Szene drin, Alter. Ich kann es euch echt nicht sagen, was... Also, keine Ahnung. Mir kommt es aber alles auch ein bisschen fischig vor, muss man sagen. Ne? Wo warst du gestern Nacht? Zu Hause. Was war das? Wir haben einen Lügendetektor im Raum. Jeder, der hier ist, muss sich selbst aufpassen. Das wird nicht gut ausgehen. Gibt es Bielefeld? Ja. Okay, es funktioniert wirklich. Und jetzt, wo warst du gestern Nacht? Ich war Bowling spielen. Schau mal, deine Freundin ist auch da und will nur das Beste für dich. Was? Jacqueline ist auch da? Nein, Chantal. Wer ist Jacqueline? Niemand. Hast du mehrere Freundinnen? Nein, habe ich nicht. Sag jetzt die Wahrheit. Kann man das Gerät nicht abschalten? Nein, geht nicht. Okay, gestern Nacht war ich bei deiner Mutter zu Hause. Bleib die Ohrfeige. Okay. Endlich wieder auf dem geilsten Platz Deutschlands mit dem neuen Bundesliga-Ball. Hallo, ich würde gerne mitspielen. Okay, Ronaldo oder Messi? Persil. Dachte ich mir. Ab ins Tor. Eier, wir brauchen Eier. Also unhaltbar war der jetzt nicht. Wir probieren es als Stürmer. Nimm mal den Ball und dribbel. Dachte ich mir. Was denn? Phil früher vom Ball trennen. Das sah nicht im Lionel Aach immer. Sanitäter, immer eine Flasche da. Yeah. Oh, Junge, Alter. Normaler Tag in Berlin. Digga, die tätowieren sich wie Flipper. Ohne. Die rauchen. Der Bühne. Da machen zwei rum, Digga, die anderen saufen. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist ein normalster Tag in Berlin. Heute verschiedene Arten von Freunden, wenn sie bei dir übernachten. Ey, wo penne ich denn überhaupt heute? Ja, bei mir, hier zusammen im Bett. Mit dir in einem Bett? Ja, klar. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich penne nicht, nein, da schlafe ich wenig lieber auf dem Boden oder ich gehe nach Hause. Ich schlafe nicht mit dir in einem Bett. Nein, ich schlafe lieber in der Dusche. Der hat aber auch so ein riesen Bett gehabt. Oder warum machst du Licht an? Das war das ganze Zimmer. Der Schlafwandler, nee, hatte ich noch keinen. Kenn Junge, was machst du da? Hallo? Nein. Schläfst du schon? Hallo? Ja, nee, kenne ich niemanden. Hallo? Eigentlich ja. Nicht. Boah, Digga, das sind wirklich die Schlimmsten. Alter, oh mein Gott. Das sind die Schlimmsten. Nein, das Licht nicht ausmachen. Ich brauche immer ein Licht zum Schlafen. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich habe richtig Angst dann. Und das Fenster müssen wir aufmachen, weil ich finde es hier echt viel zu warm. So kann ich nicht einschlafen. Und kannst du mir eine Wasserflasche bitte geben? Die brauche ich neben dem Bett. Das verstehe ich nicht. Also der Schnarcher, das ist schrecklich. Ich war mit meinen Freunden im Urlaub und einer in meinem Zimmer hat derbe laut geschnarcht. Ist jetzt nicht seine Schuld, obvious. Er kann ja nichts dafür, so. Deswegen bin ich dann aber umgezogen, weil ich komme damit nicht klar, weil ich brauche immer eine Stunde oder zwei Stunden, um einzuschlafen zu können. Und der kommt einfach rein, fünf Minuten, er schläft und dann fängt er an zu schnarchen. Und komische Angewohnheiten kenne ich auch. Also mein Cousin, der hat bei mir vorher gepennt, der wollte immer, dass wir im Winter einfach das Fenster aufmachen. Es ist eisig kalt, war es immer, jeden Morgen. Ey. Ich habe den schlimmsten Schnupfen EU-West mitbekommen, nur weil der immer das Fenster aufmachen wollte. Und Licht, während man schläft, anzumachen, geht auch nicht klar, finde ich. Also okay, am Anfang, so bis ich 12, 13 war, habe ich das vielleicht auch noch gemacht, aber danach, ey Jungs, bitte nicht. Also wenn der mir gleich 4 geben sollte, dann lernt er mich richtig kennen. Entspann dich, wir waren das Quartal echt gut. Ich werde es auch nicht akzeptieren, ich bleib dann da einfach sitzen. Das will ich sehen. Finn, du sollst als nächstes raus. Der Finn, wie würden Sie sich selber einschätzen? Eine 3, vielleicht auch eine 4. Ja, damit liegen Sie richtig, bei mir steht eine 4. Passt, danke. Ja, nee, rausholen finde ich aber auch asozial. Bleib doch bitte drin, ey. Auch die Situation, dass der Zug
nicht mehr so richtig beschleunigt. Liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren. Beachten Sie bitte, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch Schrott sind. Und mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. Nächster Halt, Schwabstraße, Ausstieg links. Junge, wie sauer er ist, Alter. Den kriegst du auch nicht mehr hin, ey. Der ist richtig sauer. Oh mein Gott, Leute, schaut. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, schaut jetzt, okay, schaut. Du kannst sie wiederverwenden, wenn du sie auflädst. Oh mein Gott. Hätte ich das früher gewusst, Alter. Was? Ich immer neue Sachen. Was ist das denn? Du kannst sie wiederverwenden? Das, Digga, okay, das wusste ich auch nicht. Das ist ein krasser Lifehack. Krank. Gründe, warum der Mann beim ersten Date zahlen muss. Nee. Der einzige Grund, warum ein Mann beim ersten Date oh, zahlt, nee. Ist, weil er ich finde beide unsympathisch. Möchte. Nicht, weil er muss. Ja. Das sind 20 Concealer. Nochmal 20 Euro Concealer. Hä, 30 dann nimm das Euro dann... Baking Powder. Hä? 30 Euro für Backpulver. Digga, ich... also... sind jetzt oh schon bei 345 Gott. Euro angekommen. Soll ich wirklich weitermachen? Der arme Bre, der am Ende des Dates die ganze Schminke abspachteln muss und dann den Schock seines Lebens bekommt. Gründe war... Ja, Digga, also... Ich weiß, also ich finde den einen Typen eigentlich echt unsympathisch, weil er auch viel Scheiße erzählt, so fast es mit meiner Frisur los auf TikTok, also manchmal labert der da echt Müll, aber nur, also hä, das schminkt dich doch einfach nicht, das ist doch keine Pflicht, sich beim ersten Date zu schminken, so hä, der kriege ich wirklich einen Krampf, wirklich, solche Frauen, Alter, das ist wirklich, als ob ich als erstes bezahle, ich bezahle gar nichts, Digga, hä, nix mache ich, ich date mich auch nicht, genau deswegen.